Auf den ersten Blick scheint außer der Blütenpracht im Garten nicht viel los zu sein. Doch sieht man sich etwas näher um, so tobt das Leben. In den Heliotropen tummelt sich ein Kohlweißling. Im Phlox wartet eine Spinne auf ihre Beute. Gleich daneben ist eine andere Spinne in das Netz ihrer Konkurrentin geraten. Im Rittersporn sucht ein Falter nach Nektar. Eine Biene beköstigt sich mit dem Blütensaft der Strohblume. Und sogar Fliegen sind hier auf Nahrungssuche. Eine andere Biene kämpft ums Überleben, wobei die Spinne mit zusätzlichen Attacken alles beschleunigen will. Unsere Aufmerksamkeit wollen wir aber jetzt einem Schmetterling widmen, der durch seine Farbenpracht ganz besonders auffällt. Da der Admiral in unseren Breiten besonders häufig vorkommt, hat ihn wohl schon jeder einmal gesehen. Doch was ist eigentlich ein Schmetterling? Der Schmetterling, auch Falter genannt, ist ein Insekt und hat 4 mit unzähligen Schuppen besetzte Flügel. Der Tagfalter, wie der Admiral, faltet die Flügel in Ruhestellung senkrecht nach oben. Nachtfalter dagegen falten sie dachförmig über ihren Körper. Schon stellt sich die nächste Frage, warum Schmetterlinge so auffällig sind. In erster Linie dient die Farbenpracht der Flügel der Partnersuche. Aber auch als Abschreckung gegen angreifende Vögel, Reptilien oder kleine Säugetiere erfüllen sie ihren Zweck. Nicht nur Elefanten oder Fliegen haben einen Rüssel. Schmetterlinge saugen mit ihrem im Verhältnis zum Körper sehr langen Rüssel den Blütennektar auf. Die Natur macht das Mittel zum Zweck. Der Admiral bestäubt damit zwangsläufig wie Bienen und Hummeln die Blüten. Interessant ist auch die Entwicklung. Aus dem Ei schlüpft die Raupe, die wegen ihrer Fresssucht in großen Mengen gefürchtet ist. Sie platzt buchstäblich aus den Nähten und häutet sich bis zu 5-mal. Das nächste Stadium ist die Puppe, aus der nach einer Ruhezeit sich wortwörtlich der Admiral entpuppt. Je nach Schmetterlingsart lebt ein Falter nur wenige Wochen. Der Admiral dagegen überwintert im Süden Europas und kehrt im Frühjahr in den Norden zurück.